Willkommen zum zweiten Video unserer Reihe Rückenschmerzen im Büro und heute besprechen wir die Faszienrolle. Ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr mit der Faszienrolle machen könnt, zu Hause dann. Wenn ihr die Matte mit habt im Büro und die Rolle mit habt, dann könnt ihr es auch im Büro machen. Also da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben da vom Corpus Motum die eigene Rolle aus Zirbenholz, die gibt es bei uns im Shop auch zum Erstehen, oder eben für den Anfang ist dann eher eben so Kunststoffrolle, da gibt es die Black Roll oder eben andere Anbieter, und dann eben im fortgeschrittenen Stadium können wir dann aber schon eben mit der Holzrolle arbeiten. Riecht auch gut, von dem her perfekt. Und dann schauen wir, dass wir es einfach mal draufsetzen. Wir gehen als erstes die Gesäßmuskulatur an, und wenn wir da Verspannungen haben, dann spüren wir das schon ganz gut. Gell? Ihr stützt euch trotzdem auf. Ihr müsst nicht gleich mit der ganzen Spannung drauf gehen, sondern schaut, dass einfach einmal die Muskulatur ein bisschen so abtastet und spürt, wie es euch noch gut tut. Es darf am Anfang, wenn ihr diese Schmerzpunkte findet, darf es am Anfang einmal kurz nach oben schießen. Dann soll es aber gleich wieder runtergehen. Ihr sollt normal durchatmen können und dann bleibt es auf dem Punkt kurz einmal oben. Und wenn der dann schon locker ist, dann schaut es dann einfach ein bisschen weiter. Und dann einfach schön abrollen. Das ganze Gesäß bis zur Hüfte raus. Da kriegen wir dann die Spannung von der Seite weg. Das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite. Auch wieder Punkte suchen, die wehtun. Und diese Punkte dann bearbeiten. Kurz abrollen, kurz draufbleiben. Genau. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und dann können wir gleich übergehen zur hinteren Oberschenkelmuskulatur, indem wir einfach so nach hinten drüber rollen. Und dann könnt ihr auch schauen, eben Gesäß unten halten, die Rolle platzieren, zur anderen Seite eben vielleicht dann eben so ein bisschen anheben, das Bein abgestützt haben und dann rollt es einfach nur Schenkelmut den hinteren Oberschenkel ab, um die Spannung aus der Hinterseite rauszukriegen. Also ich möchte jetzt nochmal das Ganze da aufmachen und auflockern, die Seite bis zum Gesäß. Genau, dann rollen wir einfach so ab und dann sucht man so die Punkte, die dann mehr verspannt sind, und da bleibt es dann einfach ein bisschen länger drauf. Okay? Einfach nochmal schauen, Punkte eben des Finders. Meistens ist ein Punkt eben im Übergang vom Gesäß zur hinteren Oberschenkelmuskulatur. Dass wir da drin schauen. Zap, Spannung halten und dann locker lassen und dann einfach so reinspüren, und je lockerer ihr werdet, umso tiefere Strukturen kriegt ihr dann auch. Da wird dann die ganze Faszien richtig schön abgerollt, die Muskulatur abgerollt und selbst massiert. Es soll nicht sein, dass irgendwas einschläft oder sonst was, es darf zwischendurch, man kann schon mal was brezeln, weil natürlich auch Nervenstrukturen darunter drin sind, aber es soll nicht so ein starker Druck sein, dass da eben irgendwelche Strukturen geschädigt werden. Einfach schön kommod abrollen und ihr spürt es selbst. Probiert es einfach selbst reinzuspüren, was euch gut tut. Das gleiche wieder auf der anderen Seite, wieder so platzieren, dass ihr vom Gesäß runter bis zum Knie schön abrollt sind. Und dann reinspüren wieder, wo die Punkte sind, und dann bleiben wir auf den Punkten oben. Genau, diese Punkte dann einfach. Länger halten. Genau. Wenn wir dann schon beim Sitzen sind, dann haben wir dann eben bei unserer Rolle dann eben noch den Ball dabei, den wir da so reingeschraubt mit einem Gewinde. Mit dem Ball schauen wir dann noch, dass wir dann zum Beispiel die Seite abrollen. Also wir stützen uns so zur Seite her und dann bearbeiten wir hier dann das Seitenband. Das ist ein Band drunter, was dann auch ganz gerne noch ein bisschen Automassage sozusagen fahren darf. Das gleiche wieder auf der anderen Seite. Eben, Ball nehmen und dann einfach nur so drauf lehnen. Und da schaut es auch wieder, es tut dann schon weh, aber schaut, dass der Schmerz so ist, dass es erträglich ist und nicht gleich nach oben schießt.
so, dass gleich wieder runterhüpft vom Ball, sondern schaut wirklich, dass einfach eine schöne Spannung drauf kriegt. So ganz ein leichter Zug darf sein und das hält es dann einfach. Gut, jetzt haben wir mit der Rolle das Gesäß. Wir könnten mit dem Ball auch noch aufs Gesäß gehen, dann so platzieren und dann auch noch gewisse Punkte suchen, das ist dann ein bisschen später. Und dann habt ihr halt so gewisse Punkte, die dann einfach ein bisschen mehr wehtun. Genau. Dann einfach immer so ein bisschen reinspüren in den Körper und dann merkt ihr eh, wie es euch gut tut. Aber es soll gut tun und es ist ein wohler Schmerz sein. Erste Übung war eben mit der Rolle Gesäß, dann hinterer Oberschenkel und dann schauen wir eben mit dem Ball weiter. Ihr könnt dann zu Hause auch einen Nudelball nehmen, einen Tennisball nehmen oder geht eben ins Geschäft und kauft euch eben diese Kunststoffrolle oder eben bei uns kriegt ihr auch noch diese Holzrolle, wenn ihr wollt. Gell? Von dem her. Gut, soviel zu den Faszien. Beim nächsten Video gehen wir dann die Vorderseite an, ganz wichtig eben, warum dies? Weil wir den Oberschenkel und den Hüftbeuger bearbeiten, der uns ins Hohlkreuz zieht, okay, wenn er verkürzt ist. Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr die nächsten Videos auch anschauen wollt, schaut, dass ihr den Channel abonniert. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach unten reinschreiben, dann antworten wir euch gleich oder schauen halt, dass wir ein Video in diese Richtung drehen. Bis zum nächsten Mal, euer Coach und Physiotherapeut Patrick Rudolfer.